So, damit haben wir diese wirklich uns lange begleitende Quest auch erfüllt. Als nächstes können wir noch einmal hier oben lang gehen und dann schlagen wir den Bogen hier zur Hauptquest. Allerdings können wir auch 3 Fertigkeitspunkte vergeben. Und ich würde die, also Dreifachschuss wäre natürlich auch geil, aber ich mache sie erstmal hier rein. Fallen entschärfen. Fallen und Stolperdrähte können entschärft und erneut verwendet werden. Wir wollen nämlich das hier, den Bastler. Das ist dann nicht mehr so weit entfernt. Es fehlen jetzt noch 3 weitere Fertigkeitspunkte. Ja. Man verschießt halt ziemlich viel Metallscherben, wenn man sich überlegt, was diese gehärteten Pfeile kosten. Da drüben ist ein Schnappmaul. Das ignorieren wir jetzt mal. Und gehen in diese Richtung hier. Breitkopfareal. Probieren wir das mal mit dem Beutepfeil hier. Hi. Oh, ich habe ein Horn abgestoßen. Ne? Out. Und auch das zweite. Okay, dann ist das Ding direkt tot, oder was? Okay. Krass, wie schnell die sterben. Ich meine, wir spielen immer noch auf schwer. Aber wir sind mittlerweile auch einfach zu overpowered. Was die Stufen angeht. Schrittweise jetzt. Mist. Alter, ey, ich lösche den ganzen Stammbaum einfach aus. Erst den Großvater, dann kam der Vater, dann der Sohn, die Tochter noch mittendrin. Und alle nacheinander, weißt du? Die greifen nicht mal zusammen an oder so, sie sind so verzweifelt. Heilige Mutter Gottes. Das war effektiv. Nope. Und erledigt. We are so good. Ich meine, jeder von diesen Langbeinen hat 2 Energiezellen. Und wenn es nur 2 Langbeine sind, kann man sie so einfach easy erledigen. Ihr habt es gerade gesehen. Das war ja wirklich gar keine Herausforderung. Ich find's lustig, dass hier 2 Lagerfeuer direkt nacheinander einfach sind. Muss ich auch nicht verstehen. Da oben sind immer noch irgendwelche Maschinen, die was von mir wollen, aber wir flüchten vorher. Okay. Wie viel Reinholz haben wir? Okay, 900, das reicht. Oh, schaut mal, hier oben ist die nächste Jagdprüfungsgebiet. Aber auch das werden wir erst später machen. Wenn wir alle 5 gemacht haben, dann winken ja offenbar noch besondere Waffen.
Ich frage mich, ob das wirklich besondere Waffen sind oder nur, ja, welche von denen, die wir eh schon kennen. So, jetzt haben wir hier Verwüster. Und bei Verwüstern wissen wir ja, die sind besonders gefährlich. Das ist halt wirklich eine Kampfmaschine. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das ist nämlich eine Waffe. Die nehmen wir uns. Easy. Gegenschlag! Fuck. Oh no. Oh shit. Oh shit. Fucking around. Fuck. Das Ding ist so unfassbar langsam. Ich beleidige dich nie wieder. Okay, scheiße. Okay. Das Ding ist gefährlicher als der Verwüster. Überhaupt keine Ahnung. Okay, den treffe ich. Zumindest teilweise. Die nimmt gar keinen Schaden. Perfekt. Okay, nicht mal, wenn ich auf das Ding schieße direkt. Den Rotor hier. Er dreht sich sehr langsam. Boah. Okay. Das war bedrohlich. Aber wir haben eine ganz schöne Menge an Panzerwanderern erledigt jetzt. Und wir kriegen unsere Verwüster-Trophäe. Verwüste aber auch leicht zu besiegen, wenn man halt vorher die Waffe in die Hände kriegen kann, diese schwere Waffe. Extrem potent. Extrem potent. Das sieht gut aus. Komischerweise habe ich jetzt nicht das gekriegt, was ich wollte. Die Trophäe? Wie wär's mal damit? Habe ich die gekriegt? Ah doch. Sehr gut. Aber das machen wir nicht jetzt, denn wie gesagt, wir wollen erstmal zu Olin. Oh Gott, da haben wir wieder diese Kultisten. Die mittlerweile eigentlich keine Gefahr mehr darstellen sollten.
Der Schatten soll uns leiten. Meine geilen Kampfmoves, guck sie dir an. Oh, look at them butt. Ey, das war ganz klar ein Kopfschuss. Ich weiß nicht, was es da anders zu interpretieren wohl, gibt. Du Narr. Da. Geht doch. Was ist so schwer daran, das zu akzeptieren? Mann, 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 Mann. So. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Na, wir müssen wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Das nehme ich lieber mit. Ja. So ein bisschen Gesundheit für den Medizinbeutel wäre hier nicht unangebracht. Zumal uns auch langsam, aber sicher, die Tränke ausgehen. Gesundheitstränke können wir mal wieder ein paar machen. Ja, und da sieht man es nämlich schon. Wir müssen mal wieder Wildtiere jagen gehen. Das geht so super schnell weg. Das war's. Dieses Gebiet ist jetzt wieder ein wenig sicherer. Ist das so? Hier müsste ich erstmal wissen, wie ich hier reinkomme. Ich glaube, der Weg... Der Pfad, den haben wir hier vorne gesehen. Müssen wir hier hoch? Ja, sieht so aus. Große Ausgrabungsstätte hier. Und Olin ist hier, wir wissen es. Außerdem haben wir hier noch eine Tasse. Olin. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Ein Verderber. Zwei. Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. What? Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt... Wer ist da? Wer zur Hölle ist das? Okay. Er ist auf jeden Fall ein Verbündeter, zumindest sieht es aktuell erstmal so aus. Und er ist in der Lage, sich in dieses ganze Fokusnetz zu hacken. Ich meine, alleine das ist schon ziemlich beeindruckend. Wir müssen jetzt irgendwie die Verderber bekommen. Die Frage ist, wie? Es sind nämlich verdammt... Also, die sehen verdammt mächtig aus. Das war dumm. Tut mir leid, dass ich den Spaß verderben muss. Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Ui. Ui.
hat leider ihm keinen besonders hohen Schaden gemacht. Fuck. Das Bauteil nicht ganz getroffen, aber warum ist denn der erledigt? What? What? Was hat ihn denn erledigt? Ich würde es gern verstehen. Oh fuck. Okay, das ist auf jeden Fall effektiv. Zweite Bauteil zerstören. Oh. So, da haben wir das zweite. Ich habe eine Idee. Die nicht so wirklich zu beeindrucken. Die müssen hier raus. Okay, 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 okay. Ich komme hier nicht raus und ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Okay. Wie kommt man auf die Idee, in den Nahkampf gegen einen... Ach, okay, wir müssen jetzt mal eben was herstellen. In den Nahkampf gegen einen Verderber. Ziemlich dumm. Die dümmste Idee, die ich bisher hatte. Okay, das bringt ein bisschen was. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn gleich. Down. Alter. Puh. Hol ihn. Sie greifen ihn an. Da haben wir die Tasse gefunden, by the way. Altes Gefäß Odyssee. Okay, ich treffe die Typen nicht mal. Wie zur Hölle? Und Olin macht einfach gar nichts, er steht da nur rum. Okay, der ist tot. Da kommen wir so auch nicht ran. Immerhin ein Gesundheitstrank. Nicht das Schlechteste. Ein paar Metallscherben. Aber Alter, die Verderber sind noch viel mächtiger, als ich dachte. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt Stufe 28 bin, dann sollten wir die irgendwie hinkriegen. Was denkst du? Okay, das scheint irgendwie zu weit weg zu sein. Wie ist es mit den Präzisionspfeilen?
Das hat geklappt. Rede mit Olin. Na, da bin ich jetzt mal auf das Gespräch gespannt. Ich meine, wir wissen ja, wie gesagt, mittlerweile, dass er kein herkömmlicher Verräter ist. Wir haben ja auch gerade seine Meinung zu dem ganzen Thema gehört, aber trotzdem. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Ich finde es viel interessanter, die Frage, wer uns da gerade geholfen hat. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karcher, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Okay, das klingt jetzt erstmal sehr merkwürdig. Ist es vielleicht auch eine Maschine, die sie irgendwie aus Versehen freigelegt haben und jetzt befehligt sie sie? Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Helis also. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch. Aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Also wirklich eine Maschine? Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja. Die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Was? Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen. Aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Verderber und Todbringer. Und Todbringer sind wahrscheinlich die... ja, wesentlich stärkere Variante. Und alles Kriegsmaschinen. Und wer weiß, wie viele es davon unter der Erde gibt. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Das heißt, wir müssen... also jetzt könnten wir ihn... nee, könnten wir nicht. Wir müssen seine Familie irgendwie retten, wenn er da rauskommen will. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild. In den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür. Und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Mutter ist, weil die wird aus der alten Welt stammen und die ist doch schon lange
in irgendeiner Art und Weise untergegangen. Es sei denn, die Menschen im Untergrund haben sehr lange Zeit, sehr verborgen, überlebt. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Tilge deine Schuld. Dein Leben ist verwirkt. Es ist kompliziert. Tilge deine Schuld. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Ja, der Grund, warum ich den jetzt am Leben gelassen habe, ist ganz klar der, dass seine Motivation, das alles zu tun, die Liebe zu seiner Familie war. Wir haben gehört, dass er eine andere Einstellung hat. Er hat das alles gegen seinen Willen getan. Er ist nicht der Überzeugung von diesen Kultisten. Und er hat also gegen seine Überzeugung gehandelt und schreckliche Dinge getan, die er selbst verabscheute, nur für seine Familie. Also das war halt der Antrieb, seine Familie. Und dementsprechend kann ich da jetzt auch nicht sagen, ja, du verdienst den Tod oder so. Aber sehr, sehr interessant. Das hat sehr, sehr interessante Fragen aufgeworfen. Offene Aufträge. Olin hat Aloy nicht um sein Leben angefleht, sondern um das seiner Familie, die von der Eclipse als Druckmittel gefangen gehalten wird. Und wo? Ja, das ist schon ein Stück weit weg, obwohl wir da in der Nähe schon waren. Für übrigens, einige finden bestimmt, dass die Map überladen ist. Man kann aber beispielsweise die Maschinen ausstellen. Dann ist es halt schon viel weniger. Also die Maschinen anzustellen lohnt sich im Prinzip auch nur, wenn man nach einer bestimmten Maschine sucht oder sie jagen will. Dementsprechend habe ich das jetzt mal ausgemacht. Ja, interessante Quest auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ich bin gespannt, wie das dann noch ausgehen wird. Denn es ist ja möglich, Olin hier zu töten. Das heißt, die Nebenquest, die wir jetzt machen, wo er mit dabei ist, entweder er stirbt da dann sowieso, oder sein Weiterverbleib in dieser Welt verändert noch irgendwelche Ausgänge von irgendwas. Also eventuell von der Quest, die jetzt folgt. Vielleicht gewinnen wir ihn ja später auch als, ich weiß nicht, Händler oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Wir werden jetzt nochmal hier eben in der Jagdloge unsere Trophäen abgeben. Ja, da würde ich aber sagen, das war doch echt cool. Das war auch nicht einfach mit den Verderbern und so. Also da muss ich so manche Kampfskills noch verbessern, wenn ich auch besser gegen die ankommen will. Vor allen Dingen, wie gesagt, Verderber waren nicht mal die Spitze des Eisbergs. Es kommen noch Todbringer. Und das klingt ja nicht besonders nett. Wir müssen übrigens mal hier eben gucken. Ah, der ist blöderweise aus dem dritten Set. Sonst hätten wir jetzt ein Set auch mal abgeben können oder so bei diesem Typen. Allerdings, komme ich da jetzt von hier nicht... Oh, das... Wie dumm. Ja. Wir müssen demnächst dann auch mal wieder so ein paar von diesen Nebensachen finden. Wir haben hier Banuk-Figuren, wir haben hier noch mehr alte Gefäße, hier haben wir noch eine Metallblume. Ich frage mich, wo der Todbringer dann hier zu finden ist. Wird denn ja einer von denen sein hier, oder? Nee. Also ich denke mal, dass das der Todbringer ist. Oder das. Was ich ein bisschen nervig finde, ist tatsächlich hier, dass wir dieses Sandvieh hier tatsächlich nicht mehr erforscht hatten, weil ich da nämlich gestorben war. Ist ein bisschen nervig. Aber naja.
Reden wir mit Assis. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Das habe ich nicht von dir erwartet. Oder so ein Bullshit. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen. Für den Sonnen habe ich der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt. Selbst. Wirst du sie annehmen? Gut. Ja, ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Das werden wir ja sehen. Wir haben also diese Quest geschafft und ich bin mal gespannt. Wir sollten mal mit Talana reden. Neue Nebenquest. Jägersitz. Talana hat einen Vertrag der Jägerloge angenommen, den Assis abgelehnt hat. Einem Dorf zu helfen, das ständig von Maschinen angegriffen wird. Was könnte die Angriffe verursachen? Okay, das wurde jetzt sofort schon aktiviert. Sehr interessant. Ich meine, woher wissen wir das denn? Begib dich zu den Spornfelsen. Und hier in der Nähe ist auch die Nebenquest mit Olin und seiner Familie. Ich meine, das trifft sich ja ganz gut soweit. Da ist Talana doch. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Okay. Reden wir erstmal mit ihr. Wir müssen unter 4 Augen reden. Da drin sind Kameras. Hi. Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Ja. Und währenddessen fressen die Grauhabig da halt weiter die Dorfbewohner. Ist ja nicht so schlimm. Begib dich nach Ödlicht. Ja, und das ist halt genau das, was wir hier, wie gesagt, gesehen haben. Nee, das ist Spornfelsen. Hä? Hä? Ah, nee, das ist hier. Spornfelsen ist, glaube ich, das mit, Spornfelsen müsste das sein mit, ja, hier, mit Olins Familie. Interessant. So, und bevor wir jetzt die Aufnahme beenden, werden wir uns nochmal eben die Schatzkisten anschauen, die wir hier gefunden haben. Das sind nämlich einige. Gratisprobe mit einer Schockfalle, die wir nicht aufsammeln können. Was haben wir hier? Schockfalle, die wir nicht aufsammeln können. Metallscherben, Reinholz, Metallscherben, Metallscherben, Reinholz, Graserherz, Echohülse, Metallgefäß, Lohe. Schade. Können wir irgendwelche Tragekapazität erhöhen? Nein. Außer Sprengschleuder. Das bringt mir jetzt aber gerade nicht so wahnsinnig viel. Wir könnten nochmal eben zu einem normalen Händler gehen. Sammelobjekte, Jagdbedarf. Den Jagdbedarf-Händler. Zu dem sollten wir mal eben gehen, denn es kann gut sein, dass wir jetzt dieses immerwährende Reisepaket da kaufen können. Ne, Fuchshaut haben wir immer noch nicht. Fuchsknochen haben wir, glaube ich, aufgesammelt. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt an der Stelle. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, wahrscheinlich wieder ein paar Nebenquests. Nehme ich mal an. Nebenquests und so ein paar Sachen sammeln. Und danach gehen wir zu Erend. Und ich bin mal gespannt, was dann bei ihm bei der Hauptquest rauskommen wird.
Es könnte auf jeden Fall interessant werden. Sehr interessant. Wo ist Schöpfers Ende? Hier ganz oben, okay. Dann erstmal Ehrens Quest. Naja, beim nächsten Mal. I Want You for an Adventure.